Relax Game, mein Freund, willkommen zu einem weiteren Top 5 Video. Diesmal geht es um die coolsten Easter Eggs aus Five Nights at Freddy's 1. Bevor wir allerdings mit dem Video anfangen, schreibt doch gerne einmal in die Kommentare, was eure Lieblings-Easter Eggs aus Five Nights at Freddy's 1 sind und auf welche ihr auch schon getroffen seid. Allerdings, ohne jetzt noch viel weiter zu reden, fangen wir direkt mit Platz 5 an. Auf Camp 4A könnt ihr auf der rechten Wand Posters erblicken. Diese Poster haben die Chance, sich zu einem anderen Motiv zu ändern, nämlich zu drei weinenden kleinen Kreaturen. Man könnte meinen, dass dies Kinder sind, würde auch Sinn ergeben, denn diese sollen wohl die Mörderopfer von William Afton darstellen, die er in die Suits der Animatronics gepackt hat. Meiner Meinung nach ein echt gelungenes Easter Egg, da es einfach schon das Storytelling von FNAF so ein bisschen symbolisiert. Wir kriegen die Story nicht ins Gesicht geworfen mit Cutscenes, nein, wir müssen die selber herausfinden. Zudem kommt einfach noch, dass dies einfach ein extrem gutes Easter Egg ist, einfach in der Hinsicht, dass es die Story schon sehr, sehr weit erklärt. Wie gesagt, kriegt man aber nur mit, wenn man die Puzzleteile schon zusammengesetzt hat. Beziehungsweise ist dies ein Schlüsselteil, was denn hier überhaupt geschehen ist. Deswegen mein Platz 5. Auf Camp 4B können wir einen Zeitungsartikel in der Wand eingerahmt sehen. Allerdings ist hier der Punkt, dass es nicht nur ein Zeitungsartikel ist, sondern vier. Der ändert sich nämlich. Problematisch darin ist, es sind alles negative Artikel über die Pizzeria, deswegen gehört das auf gar keinen Fall zur normalen Szenerie. Der erste Artikel redet davon, dass Kinder in dieser Pizzeria verschwunden sind. Der zweite davon, dass der Pizzeria mit einer Schließung gedroht wurde. Der dritte redet von einem Verdächtigen, der festgenommen wurde. Und der vierte redet von dem Ende der Pizzeria bzw. der Schließung Ende des Jahres. Warum ist dies jetzt mein Platz 4? Das ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Das sind noch mehr als die Poster der weinenden Kinder. Ein klarer Indikator für was in der Story passiert ist. Und gibt uns einfach mehr Auskunft und wir kriegen viel davon mit, also es wird eine groß bessere Story erzählt. Außerdem, dass sie sich ändern, ist ziemlich gruselig, weil wer würde diese Artikel in seiner Pizzeria, um die es ja anscheinend darin geht, aufhängen? Und allein wegen der Wichtigkeit zu der Story und wegen der Coolness von diesem Easter Egg ist das mein Platz 4. Und jetzt mal zu einem eher gruseligen Easter Egg aus FNAF 1. Hin und wieder, wenn ihr stirbt, das heißt, wenn ein Animatronic euer Büro erreicht, kann es passieren, dass ihr diesen seltenen Deathscreen bekommt. Ziemlich gruselig die Sache. Ich weiß noch, das erste Mal, dass ich den bekommen habe, dass ich drauf gestartet habe und geguckt habe, dass ein Jumpscare kommt. Und das ist auch schon so wirklich einer der Momente, warum Bomni für mich so hoch angesehen ist in der FNAF-Reihe. Weil er einfach im ersten Spiel extrem gute Performance gebracht hat, auch nicht zuletzt wegen solcher coolen Easter Eggs. Deswegen einer meiner Lieblingscharaktere, plus halt einfach der Fakt, dass dieses Easter Egg so verdammt gruselig ist und einige von uns bestimmt auf Guard getroffen hat, macht dies zu meinem dritten Platz. Hat leider keine große Story-Relevanz, allerdings trotzdem extrem gutes Easter Egg. Es ist möglich, zu jedem Zeitpunkt folgende Halluzinationen zu bekommen. Es gibt gleich mehrere Gründe, warum das eins meiner Lieblings-Easter Eggs ist. Zum einen ist es halt einfach ein echt gruseliger Jumpscare, der hittet euch in sehr, sehr unerwarteten Orten. Zum Beispiel rechts ist Chica, links ist Bonnie, ihr habt nicht mehr so viel Energie und ihr seid euch gerade sehr konzentriert, auf einmal kommt das, das erschreckt euch sehr. Besonders beim ersten Durchspielen kann das einen extrem hops nehmen. Dazu habe ich mir einfach mal einen Clip genommen von Dennis Video, wie er das erste Mal Five Nights at Freddy's 1 spielt und dieses Easter Egg abbekommt. Oh, mit der Sticky, machst du das? Das wohl beste Easter Egg in Five Nights at Freddy's 1 ist und bleibt meiner Meinung nach Code Freddy. Und zwar gleich in mehrerlei Hinsicht. Zum einen können wir manchmal einen Jumpscare abbekommen, wenn wir sterben, und das ist auch Code Freddy's Gesicht. Er schreckt ein extrem, weil es kommt extrem unerwartet. Und genau da das einfach so ein seltenes Geschehnis ist, nicht jeder bekommt das. Das heißt, das ist so was wie ein kleiner Mythos. Man erzählt das seinen Freunden, hey, ich hatte voll diesen komischen Jumpscare abbekommen, als ich gestorben bin. Und dann so, Bullshit, was laberst du? Und dann googelt man das, das ist tatsächlich da. Und das ist einfach nur so ein kleines Mysterium, was das Spiel umgibt. So seltene Sachen, Ereignisse, die einfach dort passieren, finde ich einfach mega cool. Diese Easter Eggs.
sind halt einfach da, um so ein bisschen Mysterien zu schaffen. Und das schafft dieser Jumpscare auch, weil der einfach nicht so oft vorkommt. Und beziehungsweise echt selten ist. Und wir haben natürlich nochmal die andere Form des Easter Eggs mit Call of Freddy, wo er einfach in eurem Office auftaucht. Und solltet ihr zu lange auf ihn gucken, crasht halt einfach euer Game. Und das klingt auch schon wieder wie so ein Gerücht aus einer Creepypasta, was extrem cool ist. Einfach weil wir halt so eine Situation haben, die klingt mega surreal, aber man erzählt sich die und die ist einfach wirklich wahr. Wir haben einfach wirklich diesen Typen, der dein Game crashen lässt und dann fragt man sich, was ist mit dem? Dieses Easter Egg tut so viel Interesse schüren und so ein großes Mysterium aufwerfen, also zu der Zeit, wo es noch nicht gelöst wurde, dass dieses Easter Egg einfach und genau dieses Mysterium einfach bei mir auf Platz 1 sind, weil so viele Sachen sich darum ranken. Allerdings, würde ich mal sagen, war es für die Top 5 Liste und wir sehen uns beim nächsten Video, was auch immer wir machen. Bis dann, ciao!